Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Sachaufgaben mit ganzen Zahlen. Mein Name ist Nurula und heute werden wir uns zwei unterschiedliche Sachaufgaben anschauen. Die erste Sachaufgabe handelt von Beträgen auf dem Girokonto und die zweite von Temperaturunterschieden. Wenn du bereit bist, können wir uns mal die erste Aufgabe genauer anschauen. Martins Bankkonto weist ein Plus von 470 Euro auf. In einer Woche gibt es folgende Ein- und Ausgänge. Er bekommt von seinen Eltern eine Gutschrift von 554 Euro. Gutschrift bedeutet, dass er Geld von seinen Eltern erhält, in dem Fall 554 Euro. Er hebt 515 Euro ab. Er geht einkaufen und zahlt 35 Euro für Nahrungsmittel, 140 Euro für Klamotten und 90 Euro für Sprit. Wie hoch ist der Kontostand auf Martins Konto nach diesen Ausgaben und Einzahlungen? Ist das Konto noch im Plus oder hat er es überzogen? Kann er sich jetzt noch ein iPad für 650 Euro kaufen, die er für die Schule benötigt? Falls nein, wie viel Euro müsste er sich ausborgen, um sich das iPad leisten zu können? Das heißt, wir müssen nun für die Ausgaben und Einnahmen eine Rechnung aufstellen. Ich möchte jedoch, dass du das mal selbst ausprobierst. Einen Tipp gebe ich dir noch mit. Alles, was dazugegeben wird, das heißt alle Gutschriften, musst du addieren und alles, was abgezogen wird, also alle Abbuchungen, wieder subtrahieren. Nun stoppe das Video und stelle die Rechnung auf und berechne. Gut. Ich stelle nun die Rechnung auf und du kannst mitschauen und kontrollieren, ob du richtig gerechnet hast. Schauen wir uns das mal auf der Zahlengerade an. Hier haben wir die Zahlengerade. Gut, hier haben wir unseren Nullpunkt, hier die positiven Zahlen und hier die negativen. So, Martin hat zu Beginn auf seinem Konto 470 Euro. Das heißt, wir haben am Anfang 470 Euro auf dem Konto. Plus 470. Er bekommt von seinen Eltern zusätzlich 554 Euro. Gut, das heißt, wir wissen, dass er dann von seinen Eltern 554 Euro noch bekommt. Danach folgen einige Abbuchungen. Und ich habe diese Abbuchungen jetzt in Rot dargestellt. Er hebt also zunächst 515 Euro ab. Das heißt, die 515 Euro hebt er ab. Danach werden die 35 Euro, die 140 Euro und die 90 Euro abgezogen, die er beim Einkaufen ausgegeben hat. Also die 35 Euro, dann die 140 Euro und die 90 Euro, die er beim Einkaufen ausgegeben hat. Das heißt, wir landen dann hier. Wir wollen jetzt wissen, ob und wie viel er noch auf seinem Konto hat. Die Rechnung, die wir aufstellen, lautet also plus 470 plus 554 minus die plus 515 minus plus 35 minus plus 140 und minus plus 90. Ich fasse nun jetzt die Subtrahenten in einer Klammer zusammen und erhalte plus 470 plus 554 minus, und jetzt kommt in Klammer alles, was er ausgegeben hat. Und das kann ich jetzt auch ausrechnen. Wir kommen dann in der Klammer auf plus 780. Und wenn ich jetzt die Klammer auflöse, komme ich dann auf 470 plus 554 minus 780. Und hier kommt dann raus plus 244. Das heißt, die Antwort auf die erste Frage lautet, Martin hat nach all den Einnahmen und Ausgaben noch plus 244 Euro auf seinem Konto. Gut, dann hat es ja noch eine Frage gegeben. Kann er sich jetzt noch ein iPad für 650 Euro kaufen, das er für die Schule benötigt?
Falls nein, wie viel Euro müsste er sich ausborgen, um sich das iPad leisten zu können? Wir wissen von vorhin, dass Martin noch 244 Euro auf seinem Konto hat. Das iPad, welches er sich kaufen möchte, kostet 650 Euro. Schauen wir uns das mal auf der Zahlengerade an. Ich zeichne eine Zahlengerade. Hier haben wir den Nullpunkt, hier die positiven und hier die negativen Zahlen. Gut, wir wissen, dass Martin zu Beginn plus 244 Euro auf seinem Konto hat. Plus 244 Euro, sagen wir, das wäre hier. Gut. Das iPad, was er sich kaufen möchte, kostet aber 650 Euro. Das heißt, wir müssen die 650 abziehen. Das heißt, unser Pfeil geht von rechts nach links und wir landen im negativen Bereich. Also hier haben wir die 650, die wir abziehen und wir landen dann circa hier. Wir wollen jetzt wissen, wie viel ihm noch fehlen. Das rechnen wir, indem wir die Differenz bilden. Also die plus 244, die er noch auf seinem Konto hat, minus die 650. Und es kommt minus 406 raus. Das heißt, die Antwort lautet, er muss sich 406 Euro ausborgen, um sich das iPad leisten zu können. Super, damit hätten wir die erste Aufgabe gelöst. Schauen wir uns nun die zweite Aufgabe an. Ein Gefrierschrank kühlt die gefrorenen Lebensmittel auf minus 24 Grad Celsius ab. Bei einem längeren Stromausfall steigt die Gefriertemperatur um 2 Grad Celsius pro Stunde. Wie lange dauert es, bis die gefrorenen Lebensmittel anfangen aufzutauen? Bevor wir das gemeinsam lösen, möchte ich, dass du dir anhand der Zahlengerade selbst überlegst, wie man das lösen könnte. Stoppe hierfür das Video und versuche das Beispiel zu lösen. Gut, schauen wir uns das Beispiel mal auf der Zahlengerade an. Ich zeichne dafür mal eine Zahlengerade. Hier habe ich den Nullpunkt, hier die positiven, hier wieder die negativen Zahlen. So, wir wissen, dass die gefrorenen Lebensmittel minus 24 Grad Celsius haben. Hier habe ich also minus 24. Wir wissen jetzt auch, dass die Temperatur von minus 24 Grad Celsius auf 0 Grad Celsius steigen muss. Die Zunahme ist positiv und erfolgt in 2 Grad Celsius Schritten pro Stunde. Hier gehe ich also um 2 Einheiten nach oben. Also hier schreibe ich jetzt die 2 hin. Nun addieren wir jetzt die 2 so oft, bis wir also bei 0 landen. Ich gebe jetzt so oft die 2 dazu, bis wir bei 0 landen. Gut, und wenn wir jetzt zählen, wie oft wir die 2 dazugezählt oder dazugegeben haben, dann kommen wir auf die Zahl 12. Das heißt, die Antwort lautet, es dauert 12 Stunden, bis die gefrorenen Lebensmittel wieder auftauen. Super! Damit hätten wir auch die zweite Aufgabe gelöst. Wenn du alle meine Videos zu dem Thema Sachaufgaben mit ganzen Zahlen angeschaut hast, dann solltest du schon ein Profi sein. Es hat mich sehr gefreut, mit dir diese Aufgaben zu lösen und vielleicht sehen wir uns in einem weiteren Video noch einmal.